Karl Wilhelm Otto Lilienthal steht für den verwirklichten Traum vom Fliegen. Der gebürtige Anklamer ist der deutsche Luftfahrtpionier schlechthin. Schon früh beschäftigte sich Lilienthal mit der Fliegerei, entwickelte beispielsweise ein Rotationsapparat für systematische Messungen zum Auftrieb. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Viele Flugschüler auf der ganzen Welt eifern noch heute seinem beispielhaften Pioniergeist nach. Im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam können Sie den beeindruckenden Weg des Erfinders nacherleben. Viele Flugapparate Lilienthals sind als Exponate vorhanden, vom Flügelschlaggerät bis zum Hänggleiter. Das Museum erhielt für seine innovative Ausstellung bereits 1999 den European Museum of the Year Award. Neben der ständigen Ausstellung in der wunderschönen Nikolaikirche lohnt auch ein Blick in den Museumspark Aeronauticon. Hier steht Schauen, Spielen und Lernen im Mittelpunkt und das mit allem, was fliegt, vom Samen bis zum Hightech-Flugzeug. Im Kulturhistorischen Museum Rostock im Kloster zum Heiligen Kreuz erhalten Sie einen umfangreichen Einblick in bedeutende kunst- und kulturgeschichtliche Sammlungen. Verschiedene Ausstellungen widmen sich der Malerei, der sakralen Kunst, der Archäologie oder dem Kunsthandwerk. Außerdem können Sie einzigartige Kunstwerke bestaunen, die die Stadtgeschichte Rostocks dokumentieren. Das Exponat der Woche im Kulturhistorischen Museum Rostock ist dieses Mal ein Gemälde, das die Reformation in Rostock zeigt. Joachim Slüter unter einer Linde an der Petrikirche predigt den Menschen, den Armen der Stadt, auf Niederdeutsch. Und das war das Besondere. Sie strömten zu Hunderten zu seinen Predigten. Und das würdigte man Mitte des 19. Jahrhunderts, 1859, mit einem großen Gemälde. Das ist zugleich auch das Gemälde Nummer 1 des Kulturhistorischen Museums. Ein Stück, das Rostocker Geschichte zeigt. Zu sehen im Kulturhistorischen Museum Rostock, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.